Oh, wir haben jetzt zwar ein bisschen geschlafen, das war aber ja, weil wir uns umgeguckt haben. Das ist okay. Da gibt's Cocktails. So, und dann geht's hier hoch. Da machen wir eine kleine Schleife und dann geht es schon auf die Brücke. Hier werden wir uns natürlich wieder ein bisschen hochquälen, das kennen wir ja schon. Wir haben jetzt nicht das beste Equipment. Das wird auch noch was, wenn wir die aufrüsten können. Na, das. Jetzt muss ich aber gleich aussteigen, schieben. Kleiner Funkturm. Parkhaus, würde ich sagen. Und dann geht es den Bogen rum. Ach, das ist ja auch eine doofe Anbindung für so eine Brücke, ne? Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass über eine Brücke so eine komische Kurve gleich kommt und es nicht annähernd geradeaus geht. Aber gut, ist scheinbar halt so. Oh, da geht es sogar richtig steil. Ach, das gibt einen oberen und einen unteren Teil. Wir sind im unteren und da hinten ist der obere Teil. Das wird hier übereinander gefahren, nicht nebeneinander. Eigentlich auch vielleicht keine ganz so schlechte Idee, weil sind wahrscheinlich die Baukosten vielleicht ein bisschen geringer. Achso, ich wollte ja übrigens Musik raussuchen. Ich kam noch nicht dazu. Ja, es ist wegen der GEMA-Geschichte. Ich kam noch nicht dazu, Musik rauszusuchen. Also gerade hier in American Truck Simulator würde sich, wie gesagt, dieses Country anbieten. Ich habe das ja mal vor jetzt fast 3 Videos, glaube ich, gesagt. Oder 4 Videos, bin mir nicht sicher. Und trotz einer kleinen Aufnahmepause kam ich nicht dazu. Und das ist was ich noch machen muss. Ich würde das ganz gerne musikalisch unterlegen, dass es nicht ganz so fad ist, den ganzen zu hören, O65. Aber ich glaube, das hat man letztes Mal ja logischerweise auch. Einfach nur, um ein bisschen Unterhaltung reinzubringen. Das nehme ich mir auch fest vor, dass die Aufnahme dürfte jetzt am Sonntag kommen, die jetzt ist, oder Samstag, ich bin mir nicht ganz sicher. Da würde ich schon versuchen, dass wir das quasi ja nach dieser Aufnahmesession hinkriegen. Also ich denke mal, ich werde noch 1-2 Folgen jetzt hier aufnehmen. Ich mache generell immer so eine circa eine Stunde, Stunde 20 Minuten nehme ich im Regelfall auf. Und dann schneide ich alles, bearbeite das, dann geht es auf YouTube hoch und dauert ja auch alles ein bisschen. Und in der nächsten Session dann quasi, hoffe ich, versprechen kann ich es leider nicht, aber hoffe ich, dass wir dann auch ein bisschen Musik haben, die GEMA-frei ist. Ich wollte erst sagen, GEMA-konform ist, aber ich denke mal, jede Musik ist GEMA-konform, solange man an der GEMA ordentlich Geld abdrückt. Und das ist dann natürlich schwierig. Vielleicht werde ich es dann auch so machen, dass ich die Musik speziell vertone. Das heißt, dass ich die erstmal nicht höre. Und sollte es in irgendeiner Form, ich werde es vorher so gut wie möglich recherchieren, aber sollte es in irgendeiner Form doch zu Problemen kommen, könnte ich die Folge auch ohne Musik hochladen und die Aufnahmen werden nicht verloren. Ne? Das wäre natürlich auch ärgerlich. Aber da werde ich mich am Wochenende mal ein bisschen auseinandersetzen, was es so für Musik gibt, was für Richtlinien es für Musik gibt, die man in Videos verwendet. Und da werde ich sicherlich einige Minuten, ja, vor dem Rechner sitzen und einfach nur lesen, lesen und nochmals lesen. Oh. Das hätte beinahe geknallt. Das war knapp. Dann wäre das unser erster Unfall gewesen. Und wir haben ja schon 12.000 Dollar. So ein Auto kommt, das ist okay. Und wir schieben uns dazwischen. Oh. Ja, das muss ich sagen. Diese
Es fehlt hier wirklich so ein bisschen diese Auslaufzone beim Rauffahren. Das ist echt doof hier geregelt. Wollte ich übrigens mal neben echt bei Google Earth, Google Maps oder so angucken, ob es in den USA wirklich so ist. Einfach nur interessenhalber. Jetzt würde ich das an Spiel nicht unbedingt mega kritisieren wollen. Mich würde nur mal interessieren, ob das in Wirklichkeit so ist, weil es ja schon. Ja, es ist ja nicht sonderlich klug. Na, es ist ja schon ein bisschen. Bisschen dumm mit so einer kurzen Auslaufzone. Also was ich schön finde, ist auch, dass die schön brav blinken, wenn die rüberfahren und dass es da keine Probleme gibt. Wir fahren übrigens wieder mit Tempomat. Das funktioniert echt super. Da kann man nichts gegen sagen. Bam. Aha, was haben wir denn jetzt für einen irgendein Kessel oder so? Ja, irgendwelche Kessel, die hier niedergezurrt sind. So, wir brauchen noch 4 Stunden. 4,5 Stunden, etwas drüber sogar noch. Ach, das ist ein Bett da. Das blaue, wahrscheinlich einfach die Müdigkeit. Ich hoffe, der schläft nicht ins Steuer irgendwann ein. Ich glaube, das gab es damals bei King of the Road. War das King of the Road oder war das 18 Wheels of Steel? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo es das auch gab, weil das ist die Müdigkeit, die Augen manchmal so zugefallen. Und war ein nettes Feature. Manchmal war es auch ein bisschen nervig. Aber prinzipiell ein nettes Feature. Noch dürfen wir ein bisschen fahren. Das ist jetzt wirklich das Angenehme mit dem Tempomat. Natürlich hat man jetzt nicht mehr wirklich viel zu tun, aber der regelt schon alles. Ich würde sagen, nächste Ausfahrt könnte schon sein, wollte ich sagen, aber ist es nicht. Das ist doch ein Stück, was wir hier fahren. Aber oben sieht man auch, es ist schon angezeichnet, ne, auf den Verkehrsschildern. Ne, Richtung Los Angeles fahren wir jetzt. Bakersfield kommt vor Los Angeles noch. Wir fahren schön brav weiter. Fahrenheit steht unter unserem Drehzahlmesser. Ich denke mal, das ist die Öltemperatur dann. Wir sind auf der Route 99. Ich weiß gar nicht, sind wir letztes Mal hier auch lang gefahren? Letztes Mal sind wir echt so einen Wirrwarr gefahren. Wir müssen runter. Oder auch nicht. Ich dachte, weil Bakersfield stand eben auf der. Steht es auch immer noch auf der rechten Seite. Aber gut, scheinbar sollen wir noch nicht runter. Da steht es wieder. Bakersfield oben. Aber gut, dann ist das die Ausfahrt danach dann vielleicht. Das kann natürlich sein. Ein bisschen aufpassen. Jetzt wollte ich mich mal hier ein bisschen umgucken. Ist ja cool. Wir brauchen definitiv Licht. Ja, leider kann ich euch keinen Paintjob zeigen. Ich weiß nicht, wie ich das draufkriege oder ob es schon welche fertig in diesem Spiel gibt, die man wechseln kann. Als DLC gibt es die noch nicht. Und ja, dann hätte man ein bisschen Abwechslung außen zumindest optisch.
gucken, weil momentan ist es ja ein bisschen Fahrt. Wir haben noch nicht unsere eigene Firma und so. Wir fahren jetzt von Auftrag zu Auftrag, alles ganz nett, aber natürlich nichts Besonderes. So. Und dann haben wir die Kurve doch perfekt bekommen. So, 30 Meilen sind erlaubt. Aber auf jeden Fall würde ich schon gerne so ein paar Paintjobs zeigen. Es gibt da richtig coole in der Vorschau für Euro Truck Simulator 2. Bis auf Ungarn und jetzt diesen neuen türkischen, der halt heute gekommen ist, habe ich auch alle. Es gibt hier ein DLC für die, ich glaube für die Felgen ist das ein American Truck Simulator hier. Das haben wir hier auch schon drin, aber wir kamen da natürlich noch nicht zu, das auszuprobieren, weil wir von Spielstand noch nicht so weit sind. Da muss ich wahrscheinlich dann irgendwann mit meinem eigenen Wagen in eine Werkstatt rein und das könnte noch ein bisschen dauern. Wir haben 12.000 Öcken. Das könnte ein bisschen knapp werden, ne? Das muss man ehrlich sagen. So, wir lagen auf der Spur. Letztes Mal waren wir auf der anderen. Und wir wissen jetzt auch, was diese Fragezeichen scheinbar sind. Also in dem Fall ist da eine Werkstatt und wahrscheinlich auch wieder eine Jobbörse. Ich würde gerne diesen LKW noch überholen. Die Verengung kommt und ich glaube, es geht sich nicht ganz aus. Ich habe ein Tempomat drin, 30. Schneller darf ich ja nicht fahren. Und ich sehe da ein Problem. Ja gut, erwartet. Ja, er muss jetzt warten. Jetzt hat er die A-Karte. Also da mal Glück gehabt. Da haben wir uns gerade so vordrängeln können. Hier jetzt noch einen LKW vor der Nase zu haben, wäre so ziemlich das Letzte, was ich gewollt hätte. Und in einer Stunde 16 sind wir auch schon da. So, hier ist 40. Etwa 65, glaube ich, ne? 65 Meilen, kurz danach 40. Was ergibt es für einen Sinn, das auf, genau, hier wieder 65, das auf 65 zu erlauben, wenn ich gerade mal darauf zu schaffe zu beschleunigen vielleicht mit dem PKW und dann werde ich wieder langsam. Das verstehe ich nicht. Gibt es übrigens in Wirklichkeit mehr als oft genug, dass man irgendwo, und es wird eine Landstraße, ja, dann darf man halt 100 fahren im Normalfall. Und dann kommt echt nach zwei Kurven oder so ein Schild, wo steht meinetwegen 50, weil eine Ortschaft anfängt. Wenn man sich auskennt, ist das ja kein Problem. Wenn man sich nicht auskennt, ja gut, dann schleunigt man halt hoch, fährt 80, vielleicht 90. Und dann stellt man fest, ich muss wieder auf 50 runter, ne? Wo andere dann vielleicht gleich mit 60 rumeiern, weil sie es halt wissen. Es erschließt sich mir manchmal auch nicht so ganz bei der Städteplanung. So, wir biegen hier ab. Können hier auch ein bisschen die Kurve schneiden, ist nicht schlimm. Gibt es hier eigentlich unterschiedliche Tankpreise? Also von Tankstelle zu Tankstelle? Und variieren die von Tag zu Tag? Oder ist das einfach ein Einheitsbrei? Aber das werden wir auch noch sicherlich rausfinden. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich sehe das Ziel schon. Wir sind super in der Zeit, glaube ich.